Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salut et Fraternité, Citoyens les Spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der Napoleon-Kampagne und ich möchte jetzt doch ganz gerne mal versuchen, diese britische Armee hier zu attackieren. Wir sind leider noch nicht so vollzählig, wie ich es gerne hätte. Ich kann aber immerhin mal gerade versuchen. Nee, warte, lauf da ruhig schon mal hin. Ja, ne, da stehen wir doch genau dran. An der Grenze. Ich nehme noch alles an Truppen mit rein, was ich da noch bekommen kann. Das hat einfach was damit zu tun, weil unsere Truppen qualitativ einfach so miserabel sind, die wir hier ins Feld schicken können, dass wir jede Einheit brauchen, die wir bekommen. Aber du wirst nicht genügend Bewegungsreichweite haben, ne? Das ist leider so. Aber okay. Ich nehme alles mit, was geht. Wir haben zwar eine Fullstack, aber Leute, es sind halt einfach auch nur Milizen. Das ist nicht gut, ja? Wir gucken mal, was geht. Also, Masse statt Klasse halt, ne? Es ist viel Linie. Wir müssen auf unseren General aufpassen. Leichte Dragoner, wir müssen auf unsere Kaff aufpassen. Highland Infanterie. Das sind, warte, jetzt lass mich mal gerade gucken. Ja, okay, die sind nicht so gut in der Nahkampfverteidigung, aber übel im Nahkampfangriff. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Er hat mehr Artillerie, auch das eine gierige Sache. Wir sind Außenseiter in unserer aktuellen, in der KI-Übersicht, aber wir müssten es eigentlich schaffen, wenn wir nicht total überrumpelt werden. Es wird eine harte Nummer, es wird eine unübersichtliche Schlacht werden, das wage ich jetzt schon mal zu prophezeien. Aber ich glaube, dass wir hier ausnahmsweise mal mit militärischer Kühnheit eine Schlacht für uns entscheiden können. Entgegen meiner üblichen Vorlieben stelle ich heute... Okay, ich muss es anders machen. Entgegen meiner üblichen militärischen Vorlieben stelle ich die Artillerie nicht als Viererpack vorne rein, sondern tatsächlich als Doppelpack ins Zentrum und nochmal auf die Flanke außen. Wir brauchen außen jeweils eine Linie, weil wir eine Einheit auf der Flanke oben brauchen, die ins Karree kann. Wir brauchen im Zentrum 3 Milizen. Und das ist nicht wirklich gut. Doch, so. Wir nehmen eine Miliz hier mit als Reserve. So, was haben wir jetzt noch über? Wir haben noch über 2 Linien. Also stellen wir eine Linie hier hin und eine Linie hier auf. Und wir werden mit den Chasseurs versuchen, hier vor diesem Hügel zu landen. Wir haben keine wirklich gute... Ausgangsposition hier. Ich werde einmal pausieren und dann die ersten Bewegungsbefehle geben. Denn das Doofe ist, die Briten kommen von dem Hügel runter. Wir müssen, aber wenn ich das richtig sehe... Hier auf diese Kuppe müssen wir, sonst haben wir eigentlich mit unserer Artillerie hier wenig Chancen. Das Doofe ist, ihr seht es schon hier, wir sind dann extrem dicht am Gegner. Ja, okay. Außerdem warten wir noch auf unsere Verstärkung. Hehehe. Also ich hoffe, dass die auch noch kommt. So, ne, ihr kennt das Spielchen jetzt. Also einmal. Nee, bitte so aufstellen. Ja, doch. Ich muss gucken. Ich muss, also das, was wir hier berücksichtigen müssen, ist, dass unsere Artillerie eventuell hier über Kreuz schießen können muss. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und dann haben wir eigentlich auch keine andere Wahl, als mit der Artillerie auf der Flanke auch noch vorzurücken. Und das gilt dann auch. Wir müssen ja schon versuchen, eine einheitliche Frontlinie zu bilden. Das heißt, also, es gilt auch nochmal für die Artillerie hier, dass wir hier einmal rausrücken.
Okay. Ich mache nur kurz die Pause aus, damit ich sehe, wie meine Einheiten laufen. Einmal ein großes Entschuldigung an dieser Stelle, dass ich hier so ein bisschen rummogel. Ich weiß, es ist nicht die feine Englische. In dem Fall auch nicht die feine französische Art. Aber wir kämpfen ja hier in Unterzahl und müssen da natürlich gucken, dass wir unsere Nachteile hier so ein bisschen ausgleichen. Und da muss ich halt unter Umständen gucken, wie ich die Front stabilisieren kann. Ich habe die komfortable Situation, auf der Seite mit zwei Linien Infanterieregimentern zu kämpfen. Ich werde wahrscheinlich nochmal nach innen ziehen müssen, kann aber hier schon mal vorlaufen. Die starke Kavallerie ist auf der Seite. Das heißt, wir werden auch mit unserer Kavallerie direkt hier auf die Seite rüberziehen. Wir gehen mit unserer leichten Infanterie hier vorne dran. Das hat zwar im letzten Part noch nicht ganz so gut funktioniert, aber so, ihr rennt auch bitte alle und dann gucken wir mal. Ja, wir werden schon direkt unter Beschuss genommen, müssen hier aufpassen. Der General rückt dicht ins Zentrum rein. Vielleicht lässt er sich durch unsere Voltigeure irgendwie beeindrucken. Oder auch nicht. Die Briten versuchen ja auch so eine schiefe Schlachtordnung. Was ist denn hier genau passiert? Da hat er tatsächlich mit einem Artillerietreffer eine Reihe bei den Hottehüs weggehämmert. Das ist natürlich ein bitterer Treffer. Das ist ein bitterer Treffer, auf den wir keinen Einfluss nehmen konnten. Ganz, ganz fies. Ganz, ganz fies. Ich schieße schon mal auf seinen General. Nicht schießen. Nicht schießen. Oh, Moment, das war falsch. Schieß bitte auf die. Die Miliz ist übrigens da absolut entbehrlich. Stellt aus unserer Sicht keine verzichtbare Einheit dar. Jetzt übrigens an der Stelle auch die Miliz zurückziehen. Und uns das hier noch gerade ein Momentchen angucken.
Der Artillerietreffer gegen unsere Pferdchen, der ärgert mich massiv. Gut, wir haben den General unter Beschuss. Das soll nach Möglichkeit auch so bleiben. Wir werden den noch weiter unter Beschuss nehmen. Wenn wir da den General aufreiben können, ist es eine hervorragende Gelegenheit. Wenn der General stirbt, dann haben wir hier eine gute Chance. Auf der anderen Seite, wenn wir uns hier in solche Plänkelgefechte mit der KI verlieren, dann sieht es nicht gut für uns aus. Ich möchte jetzt hier gerne die Möglichkeit wahrnehmen, noch möglichst unbemerkt von der gegnerischen Kavallerie hier diese restliche leichte Infanterie aufzureiben. Was hier auch ohne Probleme gelingt. Und den General weiter hier ins Feuer zu nehmen. 5 Einheiten sind noch übrig. Wir haben leichte Schäden hier hinten bei der Artillerie. Was daran liegt, dass er eben mit seiner Artillerie auf unsere Artillerie feuert. Artillerietreffer auf unsere Miliz ist nicht gravierend. Okay, diese Einheit können wir jetzt hier als vernichtet ansehen. Das Doofe ist, unsere Artillerie hat gerade keine Chance mehr, seinen General zu treffen aus irgendeinem Grund. Nee, warte. Schieß bitte hier drauf. Du schießt bitte hier drauf. Hierauf und hierauf. Vielleicht können wir hier durch einen Querschläger einen guten Treffer erzielen. Unsere Einheiten sind noch frisch. Ich werde jetzt mal seine Dragoner versuchen anzulocken. Die hier ganz klar den Nachteil uns gegenüber haben, dass sie vom Pferd, also von ihren Gäulen runter müssen. Schieß. Schieß. Weg. Also wir müssen hier versuchen, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Sehr gut. Der General wurde tatsächlich nochmal getroffen. Und flüchtet jetzt sogar. Der General ist definitiv weg. Er ist nicht gefallen, aber er ist weg. Und ich muss jetzt pausieren, weil ich meine Einheiten nicht richtig auswählen kann. Also wir gehen nochmal hier auf die Kartätschenladung. Wir müssen gucken. Also es sieht momentan so aus, als würde er sich komplett hier auf diese Front zu bewegen. Das ist nicht ungefährlich. Hier definitiv nicht die Reichweite, die ich mir erhoffe. Können aber vielleicht... Warte mal. Können aber vielleicht hier schon ein bisschen unsere Einheiten supporten. Wenn wir hier oben nochmal auf seine Dragoner anlegen. Wir müssen jetzt weg. Ja, das ist leider ein typisches Problem bei der Empire Engine im Gefecht. Wenn die Einheit feuern kann und man sie dann zurückzieht, dann bleibt sie stehen und macht gar nichts. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und du schießt irgendwo ins Gemüse, aber nicht dahin, wo du eigentlich sollst. Ins Karree, bitte.
Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, seine Kavallerie aufzureiben. Und die Briten stellen sich neu auf. Haben aber hier uns gegenüber den klaren Nachteil. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Du hältst mal bitte an. Wir warten noch, solange unsere Linie hier nochmal feuert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Artillerie anzugreifen. Okay, das ist gut. Bitte versucht es mit normalen Feuerangriffen. Das war gut. Wir haben hier das Feuer auf seine Gegner, auf die gegnerische Artillerie konzentrieren können. Werden die jetzt auch nochmal unter Beschuss nehmen? Okay, gut. Ich kann meine Einheiten gerade nicht auswählen. Ist egal. Wir bewegen uns Richtung Artillerie. Und versuchen nach der jetzt mittlerweile erfolgten Salve. Nee, vielleicht doch etwas. Moment, ich muss die Entferntaste drücken. Okay, irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich es mir hier vorstelle. Aber ihr seht schon, wir stürmen jetzt hier einmal rein. Das ist hervorragend, ist für mich jetzt die Gelegenheit hier, nochmal den Feuerbefehl zu wechseln. Nee, warte, schieß auch hier oben auf die. Das hier oben dürfte eigentlich kein Problem sein. Die Kavallerie schafft in der Regel die Artillerie ohne Probleme. Also die reguläre mit Generälen sollte man das nicht machen. Okay, hier sind ein paar gute Treffer dabei. Kartätschenladungen lohnen sich hier noch nicht. Ihr seht, wir sind noch zu weit weg. So, das sind 4 von 18 und 2 von 18. Vielleicht können wir hier noch ein, zwei erfolgreiche Angriffe führen. Okay. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen werden wir ein anderes Verfolgungsmanöver anwenden. Wir werden unsere Armee möglichst breit ziehen. Ihr seht es hier, also die Kavallerieregimenter, so breit wie es halt eben geht. Um hier noch mögliche Einheiten niederzureiten. 2 gegen 1 mittlerweile jetzt nur noch. Nochmal hier der Angriff. Ja, weil wir werden hier drüben jetzt gerade verfolgt. Die Briten wollen sich damit hier nicht zufrieden geben. Ihr seht, wir haben ein paar schöne Treffer hier vorne. Oh. Ich sehe, jetzt lohnen sich aber die Kartätschenladungen. Da müssen wir auf jeden Fall mal umschwenken. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weg. Ich hätte da auch den Plänkel-Modus anstellen können. Das hätte hier auf jeden Fall Verluste gespart. Wir sollten jetzt natürlich versuchen, hier drüben noch ein bisschen für mehr Sicherheit zu sorgen. Das ist zwar brutal gefährlich, was ich hier mache, aber Achtung, es ist nur Miliz, ja. Also die benutze ich tatsächlich einfach nur hier, um meine Einheiten zu schonen. Da ist Friendly Fire kein Problem und durchaus willkommen. Wir nehmen jetzt hier seine Infanterie unter Beschuss. Bitte einmal hier reinwenden. Das ist, nee, ihr macht das komplett falsch. Ihr macht das ultra dämlich. Unglaublich dumm. Aber auch dumm von mir. Ich hätte den Feuerbefehl natürlich hier selbst geben können. Klappen hier einmal die Front um. Ich hoffe, das war ein richtiger Feuerbefehl, den ich hier geben konnte. Da musst du draufzimmern. Da musst du bitte auch draufzimmern. Wir müssen hier ein paar frische Truppen reinbringen. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken, was ist denn jetzt hier genau los? Warum funktioniert das hier nicht?
Also, ich sollte vielleicht mal meinen General zur Motivation der Truppen abkommandieren. Der Nachteil ist natürlich hier ganz klar, dass man unsere Männer fliehen, Sir. Ja, ist schon in Ordnung. Nerv mich nicht. Wo ist meine Kavallerie? Wir müssen hier drüben angreifen. Ja, einmal motivieren, bitte. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, und unsere Männer sind unglaublich langsam. Okay. Ihr müsst jetzt weg. Komm, 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 komm. Ich glaube, ich habe sie hier einfach im Abbau behindert. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Artillerie backt ganz gerne mal. So, und du jetzt bitte nicht feuern, Junge. So, wir müssen jetzt hier unbedingt in den Rücken schießen. Komm her. Seine Artillerie haben wir erwischt. Die konnten nicht mehr abbauen aus irgendeinem Grund. Vielleicht kommt da irgendwas von dir noch weg. Ne, sieht nicht gut aus. Die hier backt leider. Aber wir haben es immerhin geschafft, jetzt seinen Einheiten in den Rücken zu schießen. Das ist ja meistens eigentlich so der Todesstoß. Es ist kein Problem, dass hier so viele Einheiten von uns flüchten. Wir haben hier drüben die absolute Oberhoheit. Oh, jetzt kommen unsere ersten Verstärkungen. Wo sind sie denn? Ach, da hinten. Ja, die werden ja dann noch rechtzeitig zum 4 Uhr Tee werden die ja dann da sein, ne? Die KI hat hier leider den unglaublichen Vorteil, dass sie sich ungefähr 10-mal so schnell drehen kann wie ich. Das geht aber noch. Wir haben große Schäden anrichten können. Ich will jetzt hier unseren General auch so ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Dann baue ich mal hier drüben wieder auf. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ich habe eine Artillerie verloren. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Was machen die denn hier? Oh, warte. Stopp. Du läufst natürlich zielsicher auf seine Linie zu und voll durchs eigene Feuer. Das ist auch einfach so unglaublich dumm von mir. Das darf einfach nicht passieren. Zum Glück konnten wir die Verluste so halbwegs in Grenzen halten. Wir müssen jetzt hier nochmal Flankenfeuer zugeben. Gut, das hat hier geklappt. Das ist auch wieder so eine fiese Sache. Die KI hat sich super schnell rumgedreht und hier auf die Einheiten geschossen. Und ich hätte es beinahe nicht bemerkt. Und das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Es kann hier einfach dann doch schnell passieren, dass die Einheiten flüchten. Und das müssen wir hier halt natürlich auf jeden Fall vermeiden. Okay, das waren jetzt aber alle Einheiten. Ne? Das flüchtet jetzt aber alles von ihm. Oder hat er irgendwo Einheiten versteckt, die ich nicht sehe? Nee. Wir fahren also fort. Hört bitte auf zu schießen. Ja, leider hat von der Miliz unglaublich viel überlebt, ne?
Wir machen bitte Folgendes. Ich muss mal schauen, wo flüchtet denn das meiste? Flüchtet irgendwie da hoch, ne? Ja, stellt euch bitte dort oben auf. Und hier die Einheiten, die muss ich noch versuchen irgendwie zu kriegen, aber das sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir. Weil wir sollten hier natürlich versuchen zu verhindern, dass noch einige dieser Linieninfanterieregimenter flüchten. Ich habe seinen General leider nicht bekommen, das ärgert mich nach wie vor. Und wir haben auch einfach eine sehr schwache Kavallerie hier gehabt. Da kann man nicht so, da konnte ich nicht so gut meine... Achso, das sind eigene Einheiten, die hier flüchten. Konnte ich gewisse Aspekte einfach nicht so ausschöpfen. Da hinten flüchtet auch noch was. Oh ja, die Chasseur. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Die Chasseur, die haben gut was geschafft. Und die erwische ich jetzt nicht mehr. Schade. Okay, gut, ja. Also viel mehr kann ich auch nicht mehr machen, weil meine Chasseur können gar nicht mehr so viel verfolgen. Ich habe ein bisschen was erwischt und ich bin insgesamt mit dem Ausgang der Schlacht zufrieden, obwohl ich leider diese Artillerie verloren habe. Das wurmt mich. Das wurmt mich wirklich sehr. Wir gucken mal in die Statistik. Ja, 267 Einheiten, man sieht, was sie Kills gemacht hat. 169 bei der 6-Pfünder Artillerie, das ist halt auch grandios, ne? Verbleibend 1, ja. Leider, leider. Also es hat sich aber gelohnt. Ich meine, der Moralschock, der war super. Also es war okay. Einheiten wurden natürlich zusammengelegt. Wir sehen hier, die Verstärkung hat nichts gebracht. Die Nationalgarde kam halt wesentlich, im Wesentlichen zu spät. Gute Kills bei der Miliz, interessanterweise. Die Chasseur haben ganz gut reingehauen. Haben sich also definitiv gelohnt. Ja, aber diese Schlacht hier wurde durch die Chasseur und durch die Artillerie entschieden. Das war hier der Vorteil, dass wir seine Artillerie ausschalten konnten. Das hat uns doch eine Überlegenheit gebracht. Das ist halt schade, dass jetzt hier natürlich ein Teil dieser Armee überlebt. Wir können auch nicht sofort verfolgen. Das ist auch blöd. Das möchte ich dann jetzt doch ganz gerne reparieren. Das ist die Manufaktur. Okay. Ich schaue nochmal. Wir haben hier die reguläre Miliz. Wir müssen Einheiten ausheben. Ich möchte diese Miliz hier natürlich irgendwie, keine Ahnung, in Caen stationieren oder vielleicht in Brüssel. Ich weiß es noch nicht genau. Wir brauchen weitere Truppen. Und wir brauchen 6 Pfünder berittene Artillerie. Und 5 Stück sollten es dann schon sein. Den Rest machen wir mit Linienfüsilieren voll. Wir können hier aus irgendeinem Grund auch unglaublich wenig Kavallerie nur rekrutieren. Das ist ärgerlich. Hier oben wäre mehr gegangen, ne? Aber okay, das ist halt leider so. Wir müssen noch eine Einheit oder eine große Fuhre Kavallerie müssen wir auf jeden Fall noch in Paris rekrutieren. Und wir machen jetzt erstmal die Artillerie fertig, weil die 3 Runden dauert und stocken dann die Infanterieregimente auf. Achso, ich sollte an der Stelle vielleicht dann doch mal Quicksave einlegen. Ja? Okay. Meine Einheiten habe ich hier bewegt. Ich gucke jetzt nochmal gerade in die Provinzliste rein. Nach Einkommen, wie sieht's aus? Aber das erhöht nicht das Einkommen. Piemont, Ligurien ist gut. Wir haben noch 1300. Haben wir irgendwo
Ja, wir haben hier vergünstigte Baukosten in München. Das nehmen wir an. Okay, das ist doch ordentlich. So. Brauche ich noch eine Einheitsschasse? Ich habe 4 Stück. Ich bräuchte vielleicht noch eine Artillerie. Ah, die Granadiere, die sind so ein Käse, die braucht kein Mensch. Napoleon momentan auf dem Weg nach Klausenberg. Gut, super. Wir legen nochmal hier so eine falsche Fährte. Ja, stell ich mal einfach nur dahin. Gut. Ich glaube, ich habe hier nichts vergessen. Guck nochmal ganz kurz bei den Agenten. Nix. Ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin. Ja, okay. Ich habe ja quasi 2 Edelmänner geopfert, dafür, dass ich nochmal geladen habe, weil ich was verdummbeutelt habe. Nochmal eine kleine österreichische Armee. Belgrad haben die Osmanen verlassen. Das ist interessant. Die Briten wollen wahrscheinlich nochmal plündern. Das Doofe ist jetzt halt, die haben nochmal die volle Bewegungsreichweite gekriegt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben eine echt starke britische Armee zurückgeworfen. London anzugreifen halte ich allerdings immer noch für unsinnig. Ja, also wir müssen davon ausgehen, dass Sachsen hier momentan eine sehr starke Armee zusammenzieht. Ah, und sie belagern Belgrad nochmal, okay. Vielleicht sollte ich noch eine Einheit, einen Agenten. Ah, da haben wir den nächsten Edelmann in Norditalien. Was kannst du denn? Zivile Technologie. Naja, okay, gut. Aber komm, ich kann dich hier trotzdem gebrauchen. Sollte vielleicht nochmal gerade nach den Technologien gucken. Ja, hier unten geht leider noch nicht, ne? 3, 2, 9, 3. Okay, ich lasse das hier jetzt mal so weiterforschen. Ich könnte natürlich noch dadurch so ein bisschen Powergaming betreiben, wenn ich jetzt andauernd noch Technologien verkaufe und so weiter und so fort. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Oder das mache ich jetzt momentan prinzipiell nicht. Das lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich. Genau an der Grenze stehen. Wir werden Klausenburg nächste Runde erobern. Ich weiß noch nicht, ob ich es behalten will. Muss mal gucken. Also, wenn ich es behalte, könnte es sein, dass die Osmanen sauer werden. Wenn ich es nicht behalte und es nur befreie, dann bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Dann kann es sein, dass ich nochmal ein bisschen zu viel, ich nenne es jetzt hier mal aggressive Expansion bekomme. Ich muss an der Stelle einen Cut machen und sag mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Es sei denn, der war jetzt super kurz. Ich schaue da nochmal nach. Aber ich sag jetzt schon mal à la prochaine fois. Tschüss.